Der Wohnmobilstellplatz Overdinkel befindet sich am Dreiländereck Niederlande, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und liegt nur 10 Kilometer östlich der Stadt Enschede, direkt an der Grenze zu Deutschland. Der liebevoll gestaltete Stellplatz bietet alles, was das Camperherz begehrt und wird von sehr freundlichen Betreibern geführt. Der Stellplatz befindet sich an einem ehemaligen Bauernhof und liegt idyllisch weit ab von Lärm und Trubel, ideal für alle, die Ruhe suchen. Die Anmeldung erfolgt an der Rezeption am Eingang des Stellplatzes. Der Stellplatz ist ovalförmig angelegt und die einzelnen Stellplätze sind großzügig gestaltet und sehr gepflegt. Auch große Fahrzeuge finden hier einen Platz. Von den einzelnen Stellplätzen aus habt ihr einen direkten Blick auf eine Rasenfläche, die zudem schön bepflanzt ist, Sitzmöglichkeiten bietet und auch eine Feuerschale. Wenn der ovale Stellplatz voll ist, gibt es noch Ausweichplätze gegenüber der Rezeption, wo auch wir standen. Die Wohnmobile stehen bei beiden Plätzen auf befestigtem Untergrund und die Markise wird jeweils auf der Rasenfläche platziert. Der Aufenthalt kostet 17,50 Euro pro Wohnmobil und zwei Personen. Hunde sind herzlich willkommen und kosten jeweils 1 Euro Aufpreis. Im Preis inklusive sind die Fähr- und Entsorgung, die Benutzung der Sanitäranlagen inklusive Dusche, Strom und WLAN. Der Platz ist mit sehr viel Liebe gestaltet. Überall gibt es niedliche Dekorationen zu entdecken. Auch bei der Planung der Fähr- und Entsorgungsstation wurde mitgedacht. So befindet sich die Wasserversorgung bei Einfahrt zum Platz und hier könnt ihr über einen Bodeneinlass euer Grauwasser ablassen. Hier findet ihr ebenfalls einen Wasseranschluss für Frischwasser. Es steht euch auch ein Schlauch bereit, aber auch verschiedene Schlauchaufsetzer sowie Desinfektionsmittel. Des Weiteren gibt es am Stellplatz eine überdachte Terrasse mit einigen Tischen und Stühlen, wo ihr die Sommerabende auch genießen könnt. Zudem gibt es hier einen Selbstbedienungsbereich, wo ihr Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Eis erwerben könnt. Die Chemietoilette wird ganz in der Nähe der überdachten Terrasse entsorgt. Neben der Entsorgungsstation wird von den Betreibern dort auch eine Flasche mit Toilettenzusatz sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, was wir so noch nicht erlebt haben. Die Müllentsorgung befindet sich auch dort und damit auf die Mülltrennung geachtet wird, sind die einzelnen Tonnen gekennzeichnet. Die Sanitäranlagen am Stellplatz sind sehr gepflegt. Frauen und Männer müssen sich zwar einen Raum teilen, allerdings sind die einzelnen Kabinen sichtlich voneinander getrennt. Die Nutzung der Dusche und Toiletten sind im Preis inklusive. Für alle, die lieber draußen duschen, gibt es auch eine Außendusche. Der
Stellplatz ist vor allem für Fahrradfahrer ideal, die vom Platz aus Fahrradtouren zum Beispiel nach Enschede geplant haben. Die Fahrräder können an der Fahrradstation geparkt werden, wo ihr die Fahrräder überdacht anketten und zudem auch laden könnt. Sollte mal etwas repariert werden müssen, steht euch einiges an Werkzeug bereit. Wenn ihr euer Fahrrad vergessen habt, könnt ihr am Platz sogar eins leihen. Geschirr könnt ihr am Platz an einem extra Abwaschbereich abwaschen. Dieser befindet sich in einem Aufenthaltsraum, wo es zudem einen Sitzbereich mit einer kleinen Bibliothek und auch einer Theke gibt. Der Wohnmobilstellplatz Skörpenbøl-Erve-Bennecker, verzeiht uns, wenn wir es falsch aussprechen, ist ein sehr gepflegter und gut durchdachter Stellplatz und idealer Ausgangspunkt für eure nächste Fahrradtour in Holland. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachreisen und freuen uns, wenn ihr ein Abo dalasst.